Da ist direkt das nächste Ding. Aber den wollen wir direkt hier mit. Wer programmiert sowas? Oh Mann, ich glaube, das ist das grausamste Spiel, was ich im Leben je gespielt habe. So, meine lieben Freunde, ihr kennt das sicher. Ärger mit DHL, Hermes, UPS und was weiß ich. Heute nehmen wir die Sache selber in die Hand, denn wir spielen den Paketdienst-Simulator. Ich habe mir da schon ein Profil erstellt, habe das Tutorial mal gespielt, so ein bisschen. Und es wird euch vollkommen überzeugen. Wir wählen hier mal die Vorstadt aus, denn wir sind ja nette Kerle. Da brauchen wir auch hier zur Umwelt zuliebe nur ein Fahrrad zum Spielen. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz, fröhlich, möchte ich sagen. Die Musik ist auch total fetzig und da wollen wir uns direkt mal ein Spiel reinbegeben. So, wir sind jetzt direkt im Spiel. Die fetzige Musik. Richtig rockig, möchte ich sagen. Und ihr seht, die Grafik ist vom Allerfeinsten. Genau wie übrigens die Fahrphysik. Oh, guck mal hier, über Bordsteine kann man auch fahren. Und wir können hier so hin und her mit dem Fahrrad gurken. Das ist fantastisch. So, dann wollen wir mal hier unseren Verkehr ist auch... Was soll das denn jetzt? Tod. Der Zaun hat uns umgebracht. So, dann wollen wir mal unseren ersten Brief hier ausbringen. Das über Lenker geflogen. Alter, ich halte das keine 2 Minuten aus. So, absteigen. Und dann wollen wir direkt den ersten Brief mal abgeben. Das ist ja richtig kompliziert, die Steuerung. Da müssen wir nämlich mit der Maus draufklicken. Und ihr seht, die Animationskünste der Entwickler waren grenzenlos. Oh, das ist aber... Da werden bestimmt Drogen verkauft. Ich liefere hier direkt illegale Drogen aus, glaube ich. Ihre Runde Crystal Meth. Bitteschön. Dankeschön. Und wieder auf mein Fahrrad zurück. Wollen wir direkt mal jetzt zum nächsten Haus gehen. Hallo, Lady. Das Fahrrad haben... Oh, ich habe den unsichtbar gefahren. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Da ist direkt das nächste Ding. Aber den wollen wir direkt hier mit... Wer programmiert sowas? Drehen wir mal. Ja, der Wendekreis von so einem Fahrrad ist aber auch ein paar Meter. Hat das einen Rückwärtsgang? Ja, doch. Und weiter geht's. Folgen Sie diesem Bus. Attacke. Der ist leer, der Bus. Kennt ihr die Truman Show? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie da. Dun, 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 dun. Ich werde hier in einer Geisterstadt. Ich verfolge verfolgen Sie diesen Wagen. Wir werden nämlich jetzt mal schauen, ob der nur im Kreis fährt. Wenn ja, dann ist das ja alles ein abgekartetes Spiel. Da ist er noch, da ist er noch. Und ich sehe ein gleiches Auto. Und ich glaube, den Typen habe ich auch schon mal gesehen. Oh, 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 oh. Der ist schneller. Das ist eine heiße Verfolgungsjagd. Guck mal, können wir hierher gehen? Nein, natürlich nicht. Da sind wir wieder tot. Die Wände des Todes. Dann wollen wir mal hier durch den Vorgarten fahren. Hallo, ist jemand zu Hause? Ist jemand zu Hause? Ich habe vorne an der Tür keinen finden können. Oh, ich kann den Baum verschieben. Oh, hört ihr das? Was passiert? Alter. Was ist hier nicht in Ordnung? Und da ist die Lady wieder. Oh, die kriege ich jetzt. Ey, Baby. Nein. Ist die aus Beton oder was? Völlig bekloppt. Das wäre jetzt zu gruselig. Wir wechseln, glaube ich, mal unser Fahrzeug. Mal gucken, was wir noch für Fahrzeuge zur Verfügung haben. Vielleicht können wir uns damit ein bisschen besser schlagen. So, liebe Freunde, jetzt habe ich hier ein ganz anderes Gefährt unterm Arsch. Motor anlassen. Jetzt geht's los. Hallo? Was tut er da? Er kann ja noch weniger als das Fahrrad. Hallo? Ich kann nicht mal fahren. Hallo? Ich kann hupen. Ich war... Ich komme nicht vom Fleck. Hallo, Hilfe. Ja, was soll ich tun? Das bringt mir doch nichts. Ich muss fahren. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, Enter, was ist das? Was soll ich tun? Hallo. Fuck it. Neu starten. Oh Mann, ich glaube, das ist das grausamste Spiel, was ich im Leben je gespielt habe. Jetzt aber richtig. Direkt mit der dicken Karre. Aber jetzt weiß ich ja, wie man hupt und wie man fährt und wie man das Licht anmacht. Kann ja gar nicht mehr schief gehen. Let's go. Oh, und ich kann direkt fahren. Geil, Alter. Ich glaube, es ist ein anderer Paketbote. Den muss ich erstmal rammen. Es kann nur einen geben. Der Highlander. Ich kann durch ihn durchfahren. Stopp. Okay. Aussteigen. Paket ausladen. Aktion. Hallo? Dahin. Oh, cool, ey. Wie realistisch das ist. Und auf einmal habe ich das Paket hier. So, hier mal das Paket hin.
Ding Dong. Boah, welch Rea. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass man den Typen sieht. Der sah mir aber ein bisschen suspekt aus. Da habe ich bestimmt auch wieder Drogen abgeliefert. Von dem Typen von vorhin. Die kennen sich so. Der von der Vorstadt, der produziert und der liefert hier hin. Oder ich liefere hin und versorge den. Ich bin in so einem Drogennetzwerk, glaube ich, drinne. Hier, ich habe Warnblinkeranlage angemacht. Ich bin ja nicht von schlechten Eltern. Und direkt das nächste Paket. Und er läuft. Guck mal, aber ohne seinen Oberkörper zu bewegen. Nicht schlecht. Ding Dong. Hallo, wer ist da? Oh, eine Lady. Ja, die Sextoys, die sind sicher an Ort und Stelle, möchte ich da mal sagen. Und was ist jetzt passiert? Oh, oh, oh! Ich zerstöre die Gatt. Die Stadt. Die Gatt. Ah. Wieder irgendwie Clipping-Fehler. Ist ja egal. Geil, Alter. GTA ist ein Scheißdreck hier gegen. They see me rolling, they're hating. Nobody can touch this. Bitch. Auffahrunfälle. Jetzt GTA-Style. Boom, boom. Alle werden unsichtbar. Das heißt Tod auf Paketdienst. Oh. Die Software muss schnellstens ins Presswerk gebracht werden, damit die Produktion heute beginnen kann. Ein Spezialauftrag. Den wollen wir doch direkt mal annehmen. Zack, wo ist der? Eilig, eilig, eilig. Jetzt sehe ich aber nicht wo. Ist das das Presswerk? Da muss ich bestimmt hin. Vollbremsung. Ich stehe ja vollkommen schief. Ausladen. Paket nehmen. Abliefern. Boah, 100 Punkte. Ich weiß nicht, was an Paketdienstboten so schwer ist. Toller Move. Actionhaft. Und wenn die ganze Zeit so eine Musik läuft, fetzig. Oh, der sieht aber mehr aus wie so ein kleiner Nerd. Immer noch nicht. Oh, oh, da muss ich aber... Das war nicht der Richtige. Ja, da hat er mich über den Tisch gezogen. Das Paket habe ich jetzt schon abgeliefert. An den Falschen. So, Licht an. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst, Freunde. Aus dem Weg. Jetzt wird's ernst. Achtung, Eggemann. Jetzt bin ich da. An den Boah, das gegen jegliche Verkehrsregeln. Ja, bittet er sie zur Kasse. Scheiß drauf. Da ist auch schon die nächste Laterne. Ja, liebe Freunde, ich glaube, das war's mit meiner Karriere als Postbote. Hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal gucken. Ich habe noch den Binnenschiff-Simulator, den Feuerwehr-Simulator, den Quad-Simulator und den Bowling-Simulator. Vielleicht sehen wir uns ja dann nächste Woche. Oder auf BehindBuddy.tv, wer weiß. Bis dahin, euer Buddy.